Heyo Freunde, und wie versprochen sind wir auch gleich wieder im Anschluss dabei im, wie heißt der Ort jetzt mal? Im Ausguck der Wache weiterzumachen. Denn hier waren wir wirklich noch nicht. Und hier wird sich wohl noch so einiges verstecken. Habe ich das Gefühl. Okay. Wenn hier nichts erscheint, bis ich so nicht. Oh, was wollt ihr denn jetzt? Oder du, Alter. Na, mal abgehangen. So, nimm einfach mit. So, das ist leicht. Wow. So. Hier spawnt höchstens noch einer. Passiert jetzt hier irgendwas? Spawnt hier irgendwas? Nö. Gibt es jetzt hier sonst noch irgendwas? Ich hab so das Gefühl, hier wird es auch eine von den Kristallen geben, die uns noch fehlen. Also, ich würde es mir nicht verübeln, als Entwickler sowas hier einzubauen. Achso, da jetzt ein Hoch. Hoch? Ja, ich sagte hier hoch. Ach so, das ist bloß die Bombe. Ah, verstehe, um da hochzukommen, braucht man das Ding. Da haben wir noch so ein Teil. Warte mal, einfach mal runter, holen uns das. Das war schon. Aber Schiete, wir müssen doch nochmal da hoch. Oh, ich hab da was übersehen. Loot. Denn da müssen wir mit dem Spalter hin. Einfach mal wieder auf den Shortcut und pesen darüber. Kann man irgendwie kaputt machen? Ah, ein Relikt. Zum einen machen wir einfach mal unten schnell kaputt. Ist schon dabei. Das war gerade hier. Sagen hier jetzt wieder Waffen, mit denen wir eh nicht anfangen können. Unmöglich. Kann ich die noch irgendwo reinbuttern? Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Na denn, weglegen. Will er mich verarschen? Ich sagte, du sollst das wegschmeißen. Gut, können wir nicht mehr ablegen. Müssen wir verkaufen. Halt. Ich kann nicht. Unmöglich. Noch ein paar Sensen. Oh, sogar recht gute Sensen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wir warten es mal ab. So. Also jetzt spiele ich ihn nochmal. Von vorne. Warte mal. So, jetzt bloß nicht runterfallen. Wir stehen nämlich gefährlich dicht. Bam.
höre da auch doch schon was. Aha. Du Halunke. Warte, Bäh. Ernsthaft? Huhu, wieder runter. Gut, und wie den Anschein hat, ist das hier nicht die Stelle, die ich eigentlich gesucht hatte. Komm, Max nach. So. Ah, doch, das ist die Stelle. Yay. Ich kann nicht. Das nehmen wir aber nicht mit. Denn wir müssen jetzt hier nach unten. Juhu! Zum Knochenspalt. Hi, Kumpel. Euer erbärmliches Leben ist hier zu Ende. Ja, Papa wieder zurück. Alter. Ey, jetzt ist gut. Alter, der macht mordsmäßig Schaden. Deswegen ich mir nämlich jetzt auch wieder die... Oh, das stimmt ja. Wir haben ja jetzt Krähenzeugs bekommen und so. 150 Crit. Dafür ist die leider so krass schlecht. Holen wir uns mal mit der wieder ein bisschen an die Gesundheit zurück. Gibt hier hinten irgendwas? Oder wozu sind die Dinger gut? Ja, war wahrscheinlich bloß, dass die Mistviecher da rauskommen können. Ach so, oh. Dachte mir so, naja, wird er genauso langsam runterkommen. Ich halte mich mal. Halt durch, der Junge. Wow, der war knapp. Ist da unten irgendwas? Der Tod. Ernsthaft? Die knochige Rippe. Nee, nee, nee. Nimm mal diese knochige Rippe. Klatsch! Weg mit dir. So. Rammen wir uns mal. Mit denen noch. Okay.
Kiste. Unmöglich. Tödlich klauen, ne, wollen wir nicht. Und dasselbe Spiel wie vorhin. Achso, ne. Einmal hier. Und einmal hier. Da hätte man auch einfach voll raufballern können. Wieso kann ich die im Grab machen? Voll die Schweinerei. Jetzt sind wir mal hier. Voll Schiss. Immer noch hochgradig erwischt. Komm her. Da ich wieder so verpeilt war und vergessen hatte, den Timer zu starten, sehen wir uns gleich wieder. Ich muss gucken, wie weit die Aufnahme wieder ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Timer läuft und wir machen weiter. Geht unten und oben lang. Dann ciao Skelett. Ist die Frage, welcher Weg ist der richtige? Den einfach erstmal oben lang. Na komm. Gut, der begeht Selbstmord. Der hält mir die Flinte. Lass mich schwer raten, ich wäre... Genau. Also sehr viel gebracht. Na komm. Immer diese Standard-Gegner. Hilfe. Aber wollte gerade sagen, ich hab ihn doch gehört. So, hat sogar gepasst. Wir mussten sowieso hier nochmal rin. Bingo, damit fehlt uns von den Mystikerstellen nur noch einer. Wo ist die Bombe? Warte mal, ich muss doch nicht ernsthaft. Nee, nee, dit, da will ich mal was anderes gucken. Der Button allein hilft nicht, um das Tor zu öffnen.
Das heißt, irgendwo ist noch ein zweiter Schalter. Warte mal. Versuch war wert. Hätte ja sein können. Aber wo? Wo nur? Oder wollen die jetzt ernsthaft, dass ich so eine Bombe von da hinten mitnehme? Da kommt doch ja nicht mehr ran. Weil es gibt ja nicht umsonst zwei Wege. Das der zweite Weg ist hier ein bisschen vernebelt. Da war das Tor ja auch offen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Man kann mir nämlich denken. Dass der Schalter sich irgendwo dahinter befindet. Aha! Da ist die Bombe! Und wie immer war da auch ein zweiter Schalter. Die Verlieskarte, wow. Bringt mir bloß gerade recht wenig. Sehen wir, was ich hier vorhab. So. Ist kaputt. So. Wo hier vorne sehe ich es besser. Und hört auch besser. Na komm. So, und weiter jetzt. Wow. Ich muss alleine gehen. Bam. Nix, aber da oben wahrscheinlich. Genau. Lass mir jetzt den Knochenkalus hier wieder vermöbeln. Weißt du was? Meine Gule dürfen mal eine Runde mitarbeiten. Oder noch mal Knochenkalus. Wer weiß, vielleicht finden wir auch fast einen Teil schon mal von den Sachen, von den Edelsteinen, die ist hier drinne. Schön wert. Ich kann nicht. Und da ist tot. Hören tut hier auch keinen. Krieger, ich bin alleine. Du, naja, gut. Meinetwegen.
es hier irgendwo was versteckt ist. Na komm. Sagen, der andere Kalle kommt auch schon. Muss ja einen Grund haben, dass man an die Dinger so leicht da reinkommt. Da geht's auf jeden Fall gleich lang. Hm. Echt verwirrend. Achso, die Dinger hier schon wieder mal mit eben Schuss drauf. Oder mit zwei. Ah, hier gibt's wieder eine Seelenlenker-Schriftrolle irgendwo. Gut zu wissen, aber wo ist die Schriftrolle? Wenn hier das Symbol ist, dann irgendwo hier drinnen muss die ja sein. Ah, da haben wir sie doch. Westen, Osten, Norden. Erstmal hier weiter. Was hat er gerade so rot? Mein Gott. Gerade irgendwas rote Leute. So, Ruhe. Hm. Hier auch immer in die ollen Gefäße gucken, ob hier irgendwo was ist, vielleicht so ein Steinchen. Na komm. Euch Limbo. Ach du Elend. Hier kommen die Dinger also her. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Ja. Ist jetzt Ruhe? Kisten öffnen. Also an Moneten fehlt es uns nicht. Ist klar. Ah. Muss doch irgendwo, wird doch hier wieder was sein. Ich
Skarabäer so alle pulverisieren. Na? So. Da hat die wieder kaputt gemacht. Und auch wieder geguckt. Ja, mittlerweile hasse ich die Viecher. Lässt ja wie die Kakerlaken. Ich sehe nichts. Achso. Ah ne, doch. Achso, das ist Wanddeko, wollte ich gerade sagen. So, irgendwo wieder so ein Schlundding. Normal ist das nicht. Keine Ahnung, was ich mir da gerade erhoffe. Die ganzen Dinger kaputt machen. So. Ah, jetzt sind wir hier. Das Ganze führt mich jetzt wohin? In einen riesigen Raum. Ich ahne ahne nichts Gutes. Ach, so ein Penner. Das nützt nichts. Das ist kein Ort für ein Pferd. Wo soll die Dinger hier anders machen? Geh mal besser! Ich wollte eigentlich die Dinger hier platt machen. Wir wissen, dauert denn irgendwann nerven. Weil da immer gleich so viele sind. Holy shit. Kaputt, Junge. Wie gesagt, so kann man natürlich auch übertrieben den Kampf in die Länge ziehen. So. Und da ist er gerade von dem Viech abgefallen. Ich muss alleine gehen. Bleib mal ganz knorke, ihr Freundchen. So, hoffentlich ist jetzt Ruhe. Oder kommst du jetzt mit dreien? Nein, jetzt scheint Ruhe zu sein. Haben wir in der Kiste noch? Hey, Handschuh. Aber ist hier irgendwas, was ich kaputt machen muss?
Warte mal. Dann doch wieder. Boom. Und auch hier drüben. Badaboom. Meine Fresse, das ist nervig. So, und wir sind, glaube ich, im letzten Abteil angekommen. Krafttalisman. Der Krafttalisman schärft Klingen ganz besonders und erhöht die Tödlichkeit aller Sensen, die von seinem Träger genutzt werden. Das gefällt mir. Kiste. Money. Monetos. Da haben wir jetzt Seelen, Lenker, Schriftrollchen. Und ansonsten ist hier drin nichts mehr. Links und rechts. Tür. Okay, was passiert jetzt? Eine Kiste. Das ist aber noch nicht alles. Tada! Ein Blutloser. Garibäus. Der haut ein bisschen mehr rein. Ich merke das. Zack. Aufgeschlitzt. So, 1 von 3. Well. So, und was haben wir hier drin? Todesschatten Doppelsense. Okay. Gefällt mir. Aber Freunde, das war's mit dieser Folge von Darksiders 2 Definitive Edition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne Wertung da und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao! Ja, Freunde, da seht ihr, ich bin aus Smartphone. Ich dachte mir, zum Ende der Folge packe ich euch einfach nochmal. Ich muss gerade meine Fähigkeiten mal wieder neu anlegen. Packe ich euch einfach mal noch. Sagt schon. Die restlichen beiden mit rein, dass wir denn zum Beginn der nächsten Folge diese Quest auch abgeben können. Auch wenn ich gerade ja nicht. Doch, ich weiß noch, bei wem sie war. Ich drücke wieder den falschen Knopf. Lege mir das dahin, das dahin, und dann habe ich mir jetzt noch schnell mal so die hier gegönnt. Ich werde deinen Kopf nehmen. Dann wollen wir doch mal. Ups. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Aber falls du mal testen. Du hast das getan! Wow. Ja, wir machen schon damit Damage, wenn das richtig ausgeflügelt ist, dann machen wir mit unaufhaltsam ordentlich Damage. Nee, pro Schlag 2000. Fast. Kann er hier sich auch herstellen. So. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder beim letzten. So, Freunde, und hier in der Kammer des abgesetzten, oder in der Höhle des abgesetzten Königs, genau an dieser Stelle hier, ist der letzte Blutlose. Ich werde mir aber dennoch den Fehls machen und mal kurz speichern. Denn wenn ich Pech habe, ist die Quest für mich wieder verbuggt und ich muss dann erst gucken, wie ich sie fixen kann. Bams! Das ist halt schlittig, Freundchen. Ich hab noch nicht mal meine starken Sensen ausgepackt, also, seid zufrieden.
Aber der will scheinbar nicht anders. Jetzt kommen die brutalen Sensen ran hier. Die tödlichen. Na komm her. Komm her, du Mistvieh. So, und Bingo. Das ist nicht verbuggt gewesen. Ich habe zwar auch vorhin noch gesagt, dass wir die Sache dann zum Anfang der nächsten Folge abgeben, aber ich denke mir so, ist eine Sache von ein paar Sekunden. Machen wir das beim ewigen Thron halt. So, darf ich jetzt? Oder sagst du immer noch nee? Oh, warum denn? Jetzt das wegen dem Spinner hier. So, jetzt aber. Dieses Rumgezeter. Das war ja beim Kanzler, wo wir die Aufgabe abgeben müssen. Und ja. Dann machen wir das mal schnell. Wenn der Ladescreen schneller wird, ist natürlich der Vorteil dabei denn. Jo. Kanzlerlein. Deine Blutlosen sind Geschichte. Pass auf. Pass auf, wo du hinkriegst, Reiter. Warte mal, war das nicht von dem? Oder musste ich hier mit ihm da reden? Nee. Ah, doch. Die Blutlosen sind nicht mehr. Der König der Toten wird nicht erfreut sein. Und das erfreut mich. Draven, ich könnte dich von deinen Qualen befreien. Nein, ich werde diesen lebenden Traum zunächst annehmen und von Vergeltung träumen. Ich werde den Kopf des Königs der Toten nehmen oder seine Krone. Hier, das hast du dir verdient. Der fahle Reiter in Fleisch und Blut. Was haben wir jetzt bekommen? Außer Erfahrung? Fähigkeitspunkt gab es dafür nicht. Eine Waffe gab es dafür auch nicht. Keine Ahnung. So, da gucke ich jetzt auch nochmal ganz kurz drin mit euch hier. Gut, im Grunde fehlen, wenn ich das jetzt richtig sehe, fehlen uns von den Schriftrollen noch eine, zwei, drei Schriftrollen, dass wir so gesehen sämtliche Bereiche abdecken und auch die Geheimnisse dazu haben. Ja, drei Schriftrollen. Läuft doch. Gut, Freunde, jetzt aber wirklich, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge Darksiders 2. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!